haben wir gleich noch die Auflösung in Sachen Benjamins Pullover. Geht der oder geht der nicht? Eigentlich alle hier anlügen. Oh, was ist los? Lügenfresse, Lügenfresse oder was? Okay, so, ganz ruhig. Alles gut. Alles gut. Ruhig. Ja, wir können nachher reden zusammen. Überhaupt gar nicht. Aber Sie reden ja gerade. Sind bei mir die Mainzelmännchen zu Hause? Oder also Moment, wir geben jetzt erstmal, wir klären das gleich, wir wissen nicht, was los ist. Wir geben jetzt erstmal zu den Nachrichten nach Mainz. Und dann klären wir hier, was im MoMA-Café los ist. Wollen wir reden oder nicht reden? Heute Express, einen schönen guten Morgen. Da sind wir wieder hier live aus dem Zollernhof und wir begrüßen Sie alle hier nochmal recht herzlich zum MoMA-Café. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Wir haben ein bisschen ungewohnt begonnen, denn Sie haben es vielleicht gerade gesehen, es gab so einen kleinen Vorfall hier, eine Zuschauerin, die live in die Sendung reingelaufen ist. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Und ich möchte nur mal sagen, dass wir sie nicht einfach rausgeworfen haben, sondern wir haben sie erstmal gebeten, von der Bühne zu gehen. Und Dunja, wir werden auch mit ihr sprechen. Ja, ich habe ihr gerade angeboten, nach der Sendung mit ihr zu sprechen über die Probleme, die sie hat oder die sie beschäftigt. Also, wir werden das gleich klären. Sie wissen, wir sind dialogbereit, nicht nur hier im Studio, sondern auch außerhalb des Studios. Und deswegen nehmen wir natürlich auch so etwas sehr ernst. Jetzt wollen wir aber weitermachen mit unserem Programm. Weil wir viel vorhaben und nur bis 9 Uhr Zeit haben, machen wir jetzt erstmal weiter mit